Das hast du jetzt nur gemacht, damit sich die Leute wieder beschweren können. Warum sollten sie sich beschweren? Dass du deine H.H.F. da reinhältst. Ich habe meinen Zettel vergessen. Du kannst schon anfangen, moderier doch schon mal. Ja, das ist die 34. Folge. Ein Glück, dass das nicht nass geworden ist. Das habe ich auf das Zeug von der Tafel gelegt. Also nicht von der Tafel, sondern von dem Schwamm. Wir sollten das auch unbedingt hier rüberstellen. Warte mal. Du hast du jetzt auf den Schwamm gelegt oder auf das Wasser? Nee, auf das Wasser, aber halt also quasi clever genug, gerade noch so, dass... hier ist so viel Scheißdreck. Was ist das denn? Das nennt man eine Verlängerung. So. Okay, los geht's. Stellt euch das mal vor, dass ich das jetzt seit 34 Folgen mitmache. Und ihr wundert euch, warum bei uns allmählich... Wieso redest du denn jetzt von uns? Es geht doch nur um dich. Oh, ich hab die Zeile falsch rum. Du wolltest... Was, du hast... So, ich fange jetzt mal an hier. Komm. Topmaschine fragte vor 3 Wochen. Das war schon so lange her. Das heißt Topmaschine, nicht Maschine. Wie? Das deutsche Maschine schreibst du ja mit SCH. Ja, stimmt. Also, Topmaschine fragte vor 3 Wochen. Wenn ihr einen Infinity-Stein besitzen und benutzen könntet, welcher wäre das und warum? Ich würde sagen, der Zeitstein, weil der theoretisch meiner Meinung nach einfach alles ungeschehen machen könnte oder verändern könnte, was die anderen eventuell beeinflusst haben. Da ist mir egal, ob dann einer schon 5 Steine an seinem Infinity-Handschuh hat. Ich drehe einfach die Zeit zurück, bevor er die hatte und fertig ist der Lack. Ach so, du hast relativ global gedacht quasi. Ja, generell. Ich meine, mit Zeitreisen kannst du alles machen. Ja. Also je nachdem, welches Paradoxon eventuell auftreten könnte. Aber ich meine... Ich hätte jetzt tatsächlich den Tesseract genommen. Mhm. Den, wie heißt der dann? Space Stone. Den Space Stone. Einfach um... Das ist ja quasi beamen. Und wie cool das ist, ja. Wenn ich... Also wie schnell ich dann an die Arbeit komme. Oder wenn ich mit dem Hund mal ins Feld will. Bist du da, ne? Außerdem sieht's cool aus. Also ich würde den Tesseract nehmen. Ist das super. Nicht? Der erste Gedanke, wenn du grenzenlos durch Raum reisen kannst, dann bin ich rechtzeitig auf Arbeit. Ja, es geht so viel schneller, wie viel Freizeit ich dann hätte. Mit dem Timestone hast du natürlich vielleicht potenziell noch mehr Freizeit. Lassen wir das. Ich bleibe beim Tesseract, um was anderes zu sagen als du. Ich glaube, Nick Fury wäre ein bisschen sauer auf dich, wenn du den Tesseract hättest. Wieso? Weil Nick Fury war ja auch der verrückte Villain in Jumper, wo es darum ging, dass du quasi durch die Welt springen konntest. Nee, war es auch nicht, aber... Ich denke, war das Heldenchrist. Dabei hatte was, ja. Mhm. Dabei hatte der einen echt coolen Trailer. Ich weiß noch, wie ich damals davor saß und dachte, also das war ja wirklich so gerade in dem Star Wars Hype und da war er noch nicht, haben sie noch nicht so fertig gemacht. Und dann sah der Trailer so super und dachte, yeah, cool, muss ich sehen. Und dann war es echt Grütze. Ich fand die Erklärung von, ich weiß nicht mehr, wie im Film hieß, halt von Samuel Jackson ein bisschen bekloppt. Ja, nur Gott darf überall gleichzeitig sein. Deswegen töte ich dich jetzt. Hätten sie gesagt, okay, wenn die Bankräube und sowas begehen, Räube, und wenn die Leute umbringen, dann einfach abhauen, sowas, meinetwegen. Dann sollte man die Leute aufhalten können. Aber mit Begründung, nur Gott darf überall sein, deswegen töte ich dich, du moderne raumreisende Hexe. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Erinnerung daran. Ja, ja, genau so war der Quatsch. Okay, machst du weiter? Also hat Mace Windu gegen Anakin Skywalker gekämpft in dem Film? Ja. Ja. Den Namen hast du mir doch jetzt nur gegeben. Also T-I-Z-I oder T-I-Z-I oder T-Z-I-X-D? Okay. Oder T-Z-I oder T-I-Z-I oder T-Z-I. Ich würde dich ja packen, aber dafür müsste ich dich anfassen. Packen? Wie beim Wolf? Nein. Du weißt, dass die Leute jetzt nicht sehen. Die wissen nicht, was du damit was gemacht hast. Ich habe Putten angedeutet. Also besagt... Warum ist das jetzt eigentlich schon wieder so schlecht? Besagte Person fragt, okay, Hashtag FAQ, wenn ihr die Macht hättet im echten Leben, was würdet ihr machen? Also ich wollte erstmal ganz kurz klarifizieren, es geht jetzt um die Macht aus Star Wars, ja, The Force, nicht irgendwie die Macht so wie in einem Globalstrategiespiel oder sowas, wo man quasi einfach Alleinherrscher ist. Also ich vermute, gemeint ist Star Wars, ja. Und also darauf habe ich mich jetzt bezogen. Du hast bestimmt irgendwas Fieses dir ausgedacht, oder? Hast du gerade nicht aufgepasst? Das, aber ich hatte das schon mitbekommen, aber das würdest du ja nicht oder ausschließlich machen, oder? Man kann ja ich habe übrigens ein echt cooles Soundpack von Star Wars runtergeladen. Es ist riesengroß und da sind irgendwie 10 unterschiedliche Force-Choke-Töne drin und die sind alle blöd, weil die eigentlich alle klingen, als würde man würfeln oder so. Es ist so. Klingt so komisch. Ich dachte, du hast jetzt 10 Sounddateien von Leuten, die klingen, als ob sie auch stinken.
Ja, so habe ich mir vorgestellt, aber ist überhaupt nicht so. Deswegen hast du dir das runtergeladen? Nein, das ist Teil dieses gigantischen... Ist das Video noch jugendfrei? Scheiße. Ich lade mir eine Sounddatei mit, oder 10 Sounddateien. Nee, das ist, wie gesagt, das ist aber so eine ganze Bibliothek. Da sind auch die ganzen Lichtschwertteile drin und auch ein paar Zitate. Die Raumschiffe, die Blaster in unterschiedlichsten Varianten. Ist ja auch egal. Also ich habe mir das sehr profan gedacht, wenn ich die Macht hätte. Weil so viel Scheiß kannst du jetzt auch nicht damit machen, wenn du jetzt auch nicht irgendwie quasi, wie sagt man denn? Also wenn ich einen Laser auf dich schießen könnte, könntest du den potenziell abwehren. Aber das ist ja nicht die Macht. Du könntest... Achso, Moment. Na doch, Kylo Ren hat doch mit seiner Macht das Ding. Achso, meinst du das? Okay. Ich dachte, du wolltest gerade mit der Macht den Laser verschießen. Na, du kannst das Ding bestimmt auch mit der Macht aktivieren. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das sehr den Alltag oder auch so Haushaltssachen erleichtern würde. Du sitzt auf der Couch und brauchst noch irgendwas. Also wir haben am Ende von Episode 8 Besen. Ja, genau. Archeo-Besen. Das ist eigentlich dafür wäre es, glaube ich, am praktischsten. Und natürlich den Geistestrick der Jedi, also Leute verwirren so. Du willst die nächste Frage vorlesen. Ich dachte mir so, das erklärt jetzt gerade, wie du überhaupt zu Elbenwald und dann auch wieder zurückgekommen bist. Was, wegen dem Haushalt? Nee, wegen dem, du hast hier die Leute verarscht, den Geistestrick. Ach, das meinst du? Die machen aber nicht Schnipsen. Ihr wollt Tim wieder zurückhaben. Ja, wir wollen Tim wieder zurückhaben. Ich bin vermutlich der Einzige hier, der dagegen immun ist. Vielleicht soll ich da nochmal mit ein paar Leuten drüber reden. Du willst keine Killersticks verkaufen. Keine was? Killersticks. Was sind Killersticks? Oh Mann. Achso, ich lese es. Ja, du wärst eigentlich dran, genau. Oder hast du das? Hast du es eigentlich beantwortet? Das war wirklich dein Forced Joke, war die Antwort. Okay. Ich verstehe da einen Joke, wenn du das sagst. Im Sinne von, ein Machtwitz. Das lacht da auch noch drüber. Ist so schlecht. Oh. Kennst du den? Meinst du grüne Feder? Ich kenne leider keine Star Wars-Witze, außer den ich unter unsere Teilnahmebedingungen geschrieben habe. Kennst du den noch? Ich weiß nicht. Warum heulen TIE Fighter eigentlich so sehr? Sie wollen zu ihrem Mutterschiff zurück. Grüne Feder fragt. Oh. Welche Band oder Bands hättet ihr für den Weihnachtsball in Hogwarts engagiert und mit wem wärt ihr dorthin gegangen? Also ich hätte wahrscheinlich ganz klassisch einfach, weil es meine Lieblingsband ist, Nightwish genommen, oder speziell Taya Turunen, die dann vielleicht auch solo aufgetreten wäre. Weil ich finde, hast du halt so diese Mischung aus modernem Metal und gleichzeitig so dieses eher klassische Fantasy-mäßige. Ich finde, hätte super zum Weihnachtsball gepasst. Und, gute Frage, wen hätte ich mitgenommen? Ehrlich zu sein, so in Hogwarts, auch als aus dem ganzen Harry Potter-Film, hat mir eigentlich niemand so wirklich zugesagt. Ich hätte es wahrscheinlich gesagt, einfach nur... Ach so, müssen wir eine fiktive Figur mitnehmen? Ach so. Achso, hab ich das jetzt verstanden? Du hast gar nicht aufgeschrieben. Was? Das stand ja auch nicht in der Frage. Nee, sonst machst du immer Notizen. Ich bin gerade ab. Achso, also ich hätte gesagt, Viktor Krumm, aber nicht damals vorher kenne ich Viktor Krumm, weil ich damals nicht verstanden habe, was an dem so toll sein soll, sondern eher jetzt der Schauspieler Stanislav Janeski, wie er jetzt aussieht. Das heißt, sagen wir mal, einen 10 Jahre älteren Viktor Krumm. Wie sieht denn der jetzt aus? Letztes Mal habe ich ihn gesehen, als er im Elbenwald war. Naja, also so größere Muskeln, lange Haare. Ich weiß gar nicht, ob er die aktuell noch lang hat. Das sah schon ziemlich cool aus. Ein paar mehr Tattoos. Hat er ja Tattoos? Vielleicht stelle ich mir auch gerade nur cool vor, weil ich dachte, wäre cool. Auf jeden Fall trotzdem, genau. Ja, ich habe die Frage leicht anders verstanden. Also bei der Band habe ich sofort die White Stripes gesagt. Die müssen sich dann wieder vereinigen. Und davon ausgehend, also von der Bandwahl hätte ich jetzt quasi gesagt, ich darf ja bestimmt auch mehrere Personen mitnehmen, deswegen wäre ich quasi mit meiner Verlobten und meiner Schwester hingegangen. Du gehst mit deiner Schwester auf den Weihnachtsball? Nein, das wäre dann wegen der Band. Weil das auch White Stripes-Fan. Das wäre voll cool. Reden wir jetzt eigentlich von einem generellen Weihnachtsball oder tatsächlich Weihnachtsball 1994? Weil hat es ja Nightwish auch noch nicht gegeben. Ich glaube, die kam ja erst Mitte, Ende der 90er dann. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar, wahrscheinlich generell einen Weihnachtsball. Aber ich habe das jetzt auch so, also ich hatte jetzt dann auch quasi direkt die Szene im Kopf im Film, wenn dann die Band quasi wirklich mal anfängt, irgendwie rumzurocken. Und deswegen habe ich auch gedacht, sowas sollte es eigentlich sein. Da kann erst kurz irgendwas Klassisches kommen, dann kommt aber eine coole Band, die richtig Musik macht. Deswegen hätte ich ja gedacht, das macht Nightwish, die können beides. Genau, ja, und ist ja auch egal. Aber mit cooleren Texten, weil irgendwie in der magischen Welt sind die Texte immer an irgendeinen Quatsch angelehnt, wo ich jetzt auch als Magier denken würde, boah, ich meine hier, Can You Dance the Hippogriff oder wie das irgendwie heißt, also das aus Dings. Und dann dieses komische Lied aus Fantastische Tierwesen von dieser Barsängerin. Und ja, hier das Einhorn verlor sein Horn, der Billy Dick vergaß das Tränen. Oh, wir gucken gerade Fantastische Tierwesen. Gut, dass du Sängerin uns nochmal drauf hinweist. Aber ich denke, da wird es wahrscheinlich auch ganz normale Bands oder Singer-Songwriter geben, die Texte machen wie hier, weil die haben ja trotzdem auch die gleichen Probleme und Ziele im Leben. Also denke ich, wird es da ganz normale Musik geben. Ja, hoffe ich doch, weil das, was ich da
gehört habe, fand ich jetzt nicht so geil. Wobei ich das Lied an sich in Fantastic Beasts jetzt im ersten Teil gar nicht so schlecht fand. Ich fand es ein bisschen sinnfrei und ein bisschen zu erzwungen und ein bisschen zu, als ob du da in irgendeiner Koboldkneipe hockst und die erzählt dir oder singt dir was von Eichelhörnern und Billy. Auf den Text habe ich auch gar nicht so geachtet. Ich meine einfach so vom Musikstil, wie es angehört. Das hat irgendwie so gut da in die Szenerie reingepasst. Wenn es jetzt noch einen ordentlichen Text hätte. Ja. Ich achte meistens gar nicht so auf die Lyrics, muss ich sagen. Nur wenn ich wirklich Fan davon bin. Jetzt habe ich irgendwas Schlimmes gesagt. Ich achte wirklich nicht so auf die Lyrics. Achtest du da immer drauf? Naja, das ist schon ganz nett. Ich höre ja auch meistens halt oder sehr viel so Metal-Musik und da darfst du da ja gar nicht so auf die Lyrics achten, weil da kannst du eh nicht ernst nehmen. Was warum? Ja, da geht es ja ganz oft um Krieg, Tod und Zerstörung, obwohl die Bands halt gar nicht so eingestellt sind. Das sind einfach nur irgendwelche alten Mythen besingend oder so ein Zeug. Das auch, aber gleichermaßen nehmen die dann auch auf die politische Schiene und stellen sich halt gegen sowas eher Älteres, wie jetzt eben Hexenverfolgung eben oder auch Moderneres, wie Rassismus und so. Grüne Feder, mit wem wärst du denn eigentlich auf den Weihnachtswahl gegangen und welche Band hätte da spielen sollen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und welcher Weihnachtswahl ist das? Ist das der von 94 oder irgendein anderer? Und kann man jetzt nur Potter-Figuren mitnehmen oder kann auch eine ganz normale Person dabei sein? Ich verstehe die Frage einfach nicht. Ich brauche mehr Klarheit. Schreib's in die Kommentare. Dankeschön. Vielleicht lasse ich mir ein T-Shirt drucken, dieses Rettet Chris vor Tim. Mach mal. Ja. Meinst du, das verkaufen wir dann auch hier? Weiß ich nicht. Ich hätte die Warnung erstmal generell. Ich komme mir nämlich hier wieder vor, ein bisschen wie Rick und Morty, als Rick in diesen jugendlichen Körper gegangen ist, um mit seinen Enkeln zur Schule zu gehen, weil sie da einen Vampir töten wollten. Und dann ist er ja einfach in dem Körper geblieben. Beziehungsweise der Körper hat die ganze Zeit gesagt, ja, alles geil, alles toll, ich bin gern jung. Aber sein Unterbewusstsein wollte er hervorbrechen, weshalb er dann in irgendwelchen Liedern oder anderen Tänzen irgendwie die Wahrheit aus seinem Kopf blasen konnte, im Sinne von, ja, ich... Mir geht's gar nicht gut, mein Körper verreckt da drüben, eine Glasröhre, rettet mich. Und du hättest wahrscheinlich wieder nur auf die Musik, also auf die Melodie gehört und hättest gar nicht mitgekriegt, dass er eigentlich gerettet werden will. Ich hab dir gerade gar nicht zugehört. Ritter Kaktus. Den Namen höre ich hier wirklich oft. Ich guck da auch vorher gar nicht drauf, wie die Leute heißen. Ich gucke nur nach den... XZ oder X2? X2. Ritter Kaktus X2 fragt, welches Raumschiff bzw. welche Zeitmaschine hättet ihr am liebsten? Das war ganz einfach. Muss ich natürlich sofort, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, den Millennium Falcon sagen. Das fand ich als kleiner Bub schon so toll. Sehr, sehr, sehr viel Wiedererkennungswert, sehr viel Nostalgie. Das müsste es sein. Und die Zeitmaschine? Achso, ich dachte, ich habe das als ein Exklusiv. Ich dachte, entweder oder. Ich dachte sogar beides. Achso, ja, dann noch den DeLorean. Ha. Ich würde als, ich weiß nicht, ob man das Zeitmaschine nennen könnte. Den Time Turner. Ja, habe ich überlegt. Ich bin noch so ein bisschen am Abwägen, weil erstmal ist das Ding praktisch, weil es halt so klein ist. Andererseits ist es mit dem Ding aber auch schwierig, sehr weit in die Vergangenheit zu reisen. Es sei denn, du hast jetzt einen weiterentwickelten Zeitumkehrer wie das verwunschene Kind. Weil es wirklich nur ein paar Stunden sind, oder gut, du kannst eigentlich auch länger als ein paar Stunden eigentlich gehen, auch wenn es dann nicht gesetzlich wäre. Aber du musst ja dann drehen. Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Ja. Du wolltest dann eigentlich, keine Ahnung, nach 1984 und bleibst dann irgendwo 93 stecken, weil du einfach keine Kraft mehr in den Finger hattest. Stimmt, du kannst auch nicht mehr abbrechen, wenn du einmal angefangen hast. So ein Scheiß. Und die Zeit, auch die Dinos angucken. Die Zeit, die sich dann wie im Film dargestellt, so um dich herum auch schnell rückwärts bewegt, bewegt die sich dann noch schneller rückwärts oder bleibt die bei derselben Geschwindigkeit, wie es in Harry Potter Gefangen von Azkaban dargestellt wurde, dass du dann wirklich erstmal trotzdem noch ein, zwei Stunden da stehst, bis die ganzen Jahre um dich herum vorbei sind? Das ist aber eine gute Frage. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich dachte, das wäre wirklich nur eine filmische Darstellung. Ich hatte in meinem Kopf war das quasi immer sofort zurück sein. Ja. Also ich habe ein Buch, was irgendwie so, dass es sie irgendwie in die große Halle oder so transportiert hat. So war es damals auch im Game dazu. Oder meinst du, dass es vielleicht theoretisch immer, sagen wir mal, eine Minute dauert und die Zeit bewegt sich einfach schneller oder langsamer, je nachdem, wie viel du eingestellt hast? Weil da würden ja voll die Augen wehtun bei über 30 Jahren. Dann machst du halt kurz zu. Achso, genau. Und welches Raumschiff? Ganz klar die Rakete von Jimmy Neutron, weil damit sind die einfach immer so ins All geflogen, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, ohne Luft und bla. Dann gab es die eine Folge, wo Max mal gefragt hat, oh Gott, ist das ewig, gefragt hat, wie das denn überhaupt funktioniert. Und während Jimmy das erzählt hat, hat natürlich Carl die ganze Zeit irgendeinen Scheiß gesungen und dass die Namen noch kennen. Verrückt. So lange her. Aber eine Sache hat mich bei Jimmy Neutron immer genervt, war immer so auf schlau und bla, dieser komische Erdnusskopf. Und dann immer, wenn irgendwas unwahrscheinlich gewesen wäre, sagt er immer, ja, die Chancen stehen 2.778.503 zu 1. Wo ich mir denke, nein, genau andersrum. Das ist ja ein Fehler, den oft die Leute machen, die hohe Zahl vor die 1 zu setzen.
aber dann wäre quasi bei einem Versuch besagte Sache sogar über 2 Milliarden Mal aufgetreten. Weil ihr müsst euch also das immer wie einen Bruch vorstellen. Wenn es zum Beispiel bei einem von 4 Versuchen gelingt, ist das 1/4, quasi 1/4. Und auch wenn ihr in der Schule irgendwelche Landkarten oder so habt, die Maße sind immer mal 1/2. Also seid nicht so dumm und nehmt die große Zahl am Anfang und danach Doppelpunkt 1. Außer ihr wollt genau das ausdrücken. Aber das geht ja nicht. Mehr als 1 einmal pro Versuch kann ja eigentlich eine Sache nicht unbedingt auftreten. Vielleicht ja doch. Vielleicht in irgendeinem Sonderfall. Du bist ein Sonderfall. Den du dir nur gerade nicht ausdenkst. Okay, lies mal weiter. Okay. Alex Potterhead fragte ebenfalls vor 3 Wochen, wenn der jeweils andere bei der Ernte als Tribut ausgewählt werden würde, würdet ihr euch freiwillig für ihn melden? Oder würdet ihr... Ich kann nicht mehr... Würdet ihr euch freiwillig für ihn melden oder würdet ihr zulassen, dass er an den Hungerspielen teilnimmt und stirbt oder siegt? Also ganz im Ernst, ich hätte generell keinen Bock damit zu machen. Das heißt, Tim, du darfst gerne gehen. Ja. Du darfst dich auch vorher dehnen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du da losrennst und dir deine Waffen holst. Oh Mann, was ein Quatsch. Und oh, wir kriegen Besuch. Hi. Hey, wer ist da? Ali, oh nee, komm doch rein. Hey JJ, what up? Oh Gott, Tim, du bist viel zu alt und zu weiß für sowas. Was? Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, dann frag doch. Wir haben gerade ein FAQ, du kannst Fragen stellen. Jetzt eine Live-Frage von Johanna. Nee. Nee, aber hat nicht die Katharina einen? Ja. Aber ich finde es schön, dass jetzt... Dann frag doch mal im Support nach. Ja, viel Spaß. Möchtest du jetzt nochmal herkommen und winken, damit die Leute wissen, wer jetzt hier war? Nee. Mach doch mal. Sonst muss ich jetzt die Kamera umdrehen. Na also. Ich komme jetzt so, soll ich so... Komm lustig von der Seite rein. Okay. Hallo. Tschüss. Nice. Naja, ich weiß nicht, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Bei dir jetzt oder? Bei dir? Bei der Begrüßung. Tschüss. Tschüss. Gut, schon wieder voll männerfeindlich hier. Ja. Alle. Ach so. Deswegen wirst du nie gemobbt. Das muss ich fragen. Beziehungsweise eigentlich fragt ja Albus Severus Socker. Wir haben die Frage noch gar nicht beantwortet. Doch, die haben wir beantwortet. Was, Johanna kam mit der anderen Frage? Das war quasi eine Gegenfrage. Die Frage muss man ja gar nicht beantworten. Also wie gesagt, du kannst gerne gehen, da ich keinen Bock habe, dort abgemocht zu werden und irgendwelche beknackten Teenie-Dramen reingezogen zu werden, die keiner braucht. Zumindest nicht diesen komischen Kitsch, weshalb man auch gleich bei Battle Royale hätte bleiben können. Aber was aber zum Glück in den USA nie rausgekommen ist, weil die da irgendwie einen Mangel an Synchronisationsstudios haben. Und deswegen wird aus dem Japanischen oft relativ wenig übersetzt. Und als dann Tribute von Panem kam, was fast genau dasselbe ist, nur mit mehr Teenie-Kitsch, damit sich ja auch verkauft. Ja, man wollte das eigentlich neu verfilmen in den USA, hat sich dann aber gedacht, na nee, unser Publikum denkt so, es ist ein Trittbrettfahrer zu Panem. Dabei kam Battle Royale, das Buch schon 1999 raus und der Film, der japanische, von 2000. Mit Tatsuya Fujiwara, der später in Death Note Light gespielt hat. Na jedenfalls, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du stirbst, weil ich habe doch keinen Bock, dann kommst du an, ich habe gewonnen, ich darf dieses komische Dorf der Sieger. Lass ich dich doch lieber vorher verrecken, als ich mir das angucke. Ich komme hier nicht über den Namen hinweg, ja. Albus Severus Socker. Ach, du bist schon beim nächsten? Ja, schon die ganze Zeit, ich habe nicht mehr zugehört. Albus Severus Socker. Wie passt das denn zusammen? Der Ende ist auf Fußballfeld. Ich meine, die Briten haben es ja mit Fußball. Bei denen heißt es doch auch Soccer. Nee, oder in Amerika sagen die Soccer, um das vom American Football abzuheben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wobei ich glaube, die können sogar auch beides sagen. Ja. Nicht zu wechseln mit Fußball. Fußball ist der Kicker in Amerika. Ist das mit dem Fußball? Direkt nach dem Deutschen? Ist das eine deutsche Erfindung? Der Fußball? Das weiß ich nicht. Wo es herkommt, weiß ich nicht. Sowas wie Kindergarten oder so benutzen die da drüben ja auch. Weil es eine deutsche Erfindung ist, wie aus der Psychologie und so. Mittlerweile sagen die aber auch so ein Zeug wie Gesundheit oder so. Das finde ich auch ziemlich lustig. Aber auch schon lange. Ich glaube, die sagen es nicht wirklich. Also das ist halt bekannt. Gesundheit, irgendwie sowas in die Richtung. Anyway, Albus Severus Socker fragt vor allem dich. Kennst du die Prophezeiung über Harry und Voldemort auswendig? Ja, das ist immer so ein Ding, ob jetzt Buch oder Film und bla. Ja, mach mal weiter. Hast du es gespielt? Wo guckst du hin? Was? Auf meinem Arm? Nee, da weißt du, in mein dunkles Mal ist eigentlich der Text von der Prophezeiung eingeatmet. Ach so, eingeatmet. Vorsicht von der Prophezeiung kann eingeatmet werden. Wie war's Kinder so, ich hatte gerade den Anfang. Nice. Was ist der denn in den dunklen
Lord stürzen kann, naht heran, irgendwie so. Im Buch war es dann irgendwie noch so, bla bla bla, wenn der siebte Monat stirbt, was du ja im Film nicht hattest. Beim Film war es ja immer verwirrt, weil du dachtest, boah geil, Hogwarts fängt einen Tag nach Harrys Geburtstag an. Ja, nee, da gab es noch einen Monat dazwischen. Ja, er hat eine Macht, die der dunkle Lord nicht kennt. Er wird ihn als Ebenbürtigen kennzeichnen und keiner kann leben, während der andere überlebt. Und so ein Zeug halt. Okay, also kannst du nicht auswendig. Also halt. Und was denkst du allgemein über Wahrsagen? Kommt drauf an. Also ich bin ja einer, der auch so ein bisschen den Butterfly-Effekt vertritt. Im Sinne von, dass alles, was irgendwo gemacht wird, ich meine, die leichteste Luftschwingung kann ja wirklich dazu führen, dass irgendwo anders was ein bisschen anders passiert, als wenn man jetzt verschiedene Zeitlinien betrachten würde. Das heißt, alles ist letztlich, ja, bei unserer Zeitlinie hättest du das ja sowieso gemacht, deswegen hat es jetzt keinen Unterschied gemacht. Der hätte ich jetzt vielleicht lassen können. War das dann jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung? Habe ich es nur gemacht, weil wir über Prophezeiung gesprochen haben? Nö, ich glaube, du musst nur ein bisschen heißen Luft ablassen. Das kann ich gut. Ja. Weil sonst, entweder platzt sonst dein Kopf, wenn du so viel rauslässt, dann fällt ja so eine Delle ein. Aber wenn sie gerade genug ist, kannst du ein Glas abstellen. Das ist voll praktisch. Ja, also jedenfalls meine ich, dass alles, was gemacht wird, hat natürlich, ich meine, ganz normal in der Wissenschaft Aktion und Reaktion. Wenn ich irgendwas mache, passiert irgendwas. Und manche Leute können sich ja sowas ein bisschen ausrechnen oder Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, passiert ja. Aber ich finde, dass jemand, der richtig wahrsagt oder eine richtige Prophezeiung setzen kann, dass er einfach im Vorfeld, was aber für uns natürlich noch schwierig ist, alle Geschehnisse berechnen konnte oder auch die genauen Züge, die Menschen dann machen. Ha, Züge. Ich mag Züge. Ausrechnen konnte, genau. Deswegen, also ich denke, es müsste komplett möglich sein, für uns Menschen aber vermutlich noch nicht. Deswegen nennen wir es ja Schicksal und das heißt immer, ja, ich will ja nicht wissen, was in meinem Leben passiert. Aber das ist ja das, was wir derzeit nicht wissen, was aber zu berechnen wäre. Jedenfalls würde ich dann noch gerne dazu sagen, dass halt diese allgemeine Wahrsagerei, das ist ja Astro-TV und so ein Quatsch, das ist natürlich Quatsch. Weil jemand, der dann auch meint, ja, oder sagt, ja, ich habe das jetzt so gesehen, aber die Zukunft wäre noch zu ändern, dann hat besagte Person die Zukunft nicht richtig gesehen. Dann hat es entweder nur falsch kalkuliert oder kann es einfach nicht, weil zu doof. Aber ich wette, in Turonis Wahrsagenunterricht wäre ich wahrscheinlich der beste Schüler gewesen, weil ich hier einfach die ganze Zeit irgendwelche Horrorgeschichten erzählt hätte. I see. Damit hätte ich gut punkten können. Schön. Ich meine, Wahrsagen ist ja irgendwie immer so das Äquivalent zum Kunstunterricht. Wenn ich an meinen Kunstunterricht zurückdenke, wo wir irgendwie Steine kratzen und Draht drehen durften, dachte ich mir so, so was habt ihr gemacht? Ja. Meine Schule war für allgemein für den Arsch, aber ich glaube, ich habe schon oft genug erwähnt. Das stimmt allerdings. Ja. Also ich dachte eigentlich, dass ich oft genug darüber geredet habe. Vor allem Beides. Letzteres. Ich dachte ja vor allem, dass die Frage nach, wie stehst du zu Wahrsagerei, ich hatte es so verstanden, dass es quasi auf die Potterwelt bezogen ist. Ach so, ja, da funktioniert, da gibt es ja diese richtigen Prophezeiungen. Auch wenn die natürlich dann erst eintreten, wenn besagte Leute sich aber auch dann errichten. Weil es hieß ja immer, hätte Voldemort drauf geschissen und nicht versucht, Harry zu töten, wäre ihm wahrscheinlich nichts passiert. Weiß man nicht. Werden wir nie herausfinden. Ja. Ja. Ach so, ja, du? Ach, keine Ahnung, ich habe da nicht so richtig eine Meinung zu. Also jetzt auf die Potterwelt bezogen, habe ich das Gefühl, dass das nicht sehr hoch geachtet ist. Also mir kommt es eher vor, ja, es scheint ja auch relativ selten zu passieren, das ist eine wahre Vorhersage. Mhm. Dafür hatten sie aber relativ viele von diesen Kugeln. Andererseits, ja, die kommen ja auch nicht an. Wie blöd die waren. Ich meine, das sind ja auch normale Aufnahmemedien. Das heißt, das können auch so viele dahingesponnene Versionen. Ja, aber warum sammeln die denn überhaupt? Mir kommt es ganz komisch vor, dass das Ministerium überhaupt ausgeben würde. Ja, im Sinne, das ist wahrscheinlich irgendeine Esoterik-Tante und denkt sich, nein, das ist wichtig. Und die hat wahrscheinlich irgendeinen Kündigungsschutz oder sowas. Den können sie die nicht rauswerfen. Also, und die sammelt dann weiter. Irgendwas muss sie ja zu tun haben. Vielleicht macht das eine von hier vom Department of Magical Education. Je nachdem, wann das rauskommt, greifst du jetzt aber vor. Ja, ich glaube, das FAQ könnte sogar heute schon kommen. Echt? Ja. Also echt? Das schaffst du noch? Mal gucken. Stimmt. Ich bin doch noch bis 7 hier. Ach so. Ach ja, ich auch. Ja. Schön. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Okay. Oliver Elvira Hampf oder Oliver Elvira Hampf fragt, warum heißt Elbenwald Elbenwald? Was soll Elbenwald bedeuten? Das übernehme ich. Hm? Achso, die Smiley. Das ist ja schön. Haben wir Smileys sonst auch vorgelesen oder gibt es sonst keine? Egal. Also, der Elbenwald heißt Elbenwald aus unterschiedlichen Gründen. Was war denn das? Was? Hast du es nicht gehört? Da war doch gerade was. Oder ich bin verrückt. Hab ich das gesagt? Rettet Christoph. Oder rettet mich doch einfach. Das hilft mir keiner. Das gibt's doch nicht. Haben die mich gehört? Oh Gott, das ist schön. Also einmal natürlich wegen dem Herr-der-Ringe-Bezug offensichtlich, weil Elbenwald fing ja an als nur reiner Herr-der-Ringe. Nein! Deswegen muss der, vielleicht weiß der Fragesteller oder die Fragestellerin ja nicht. Oh, ich glaube, hierbei könnten wir vielleicht mal, was wir glaube ich sonst nie machen, unsere Über-uns-Seite verlinken, wo auch die Elbenwald-Geschichte mit drin ist. Oh ja, das könnten wir aber machen. Ja.
Da muss ich bloß noch dran denken. Da steht allerdings nicht die Namensbegründung drin, sie steht auf der Presseseite. Aha. Ist ja auch egal. Und dann hat man sich dafür entschieden, unter anderem, einmal weil halt der Elbenwald quasi dieses Lothlorienreich in Mittelerde ist, weil es einfach sowas ein schöner Ort ist, der vor allem aber prägend für die Gefährten war. Und als weiterer Grund, dass die Galadriel, quasi die Hüterin des Waldes, sag ich mal, mit ihrem Elbenring, mit nämlich der Ring. Nenenia, wo du das gesagt hast, das ist er nicht. Wo du hast gedacht, dass genau, der Gandalf. Ja, versprochen, deswegen habe ich es dich sagen lassen, weil sie damit halt das Böse fernhalten und das Gute quasi konservieren konnte. Und das so als Gesamtmischung war dann als Name ganz schön. Was machst du da? Ich überlege gerade, ich muss mir den Ring besorgen, dann mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Du musst dir mal die Hände einkriegen, und es ist ganz trocken. Ja, das sind Drachenschuppen. Du, weißt du was? Die Aufnahme wird jetzt gleich aufhören. Soll ich die direkt mal neu starten? Ach ja, mach okay, mal. Okay, dann mache ich das mal. Dann haben wir jetzt wieder so kurz schwarzes Bild. Nee, das merkt gar keiner. Nimm mal deine Hand hoch. Mach mal so. Nein. Ich lasse das jetzt weiterlaufen, wenn es kurz schwarz bleibt. Mach. Nein. Ja, aber ich dachte, das ist du drückst da jetzt drauf. Ich drücke darauf, wenn du die Hand hoch machst. Mach doch mal. Kannst dir einen aussuchen. Okay, du musst jetzt aber immer weitermachen. Jetzt drück doch einen. Nee, du musst immer weitermachen. Du darfst dich nicht bewegen, damit der Schnitt gar nicht sichtbar ist. Wo willst du mich schneiden? Da, wo man es nicht sieht. Ja, okay. Okay, pass auf. Stopp! Oh, der Akku, der sieht auch nicht mehr so toll aus. Also der Akku sieht voll gut aus. Ja, also, das ja ein bisschen klein und klobisch. Jetzt musst du die nächste Frage. Ja, natürlich. Dancing with a Dinosaur. Warum nur mit einem? Gibt es etwas, auf das ihr besonders achtet, wenn ihr einen Film schaut? Dinge wie Musik oder Charakterdesign? Ja, schon gern. Gerade wenn es Filme sind, wo man eine Vorlage für hat, denkt man sicher ja, gern. Und wie gesagt, ich schaue in letzter Zeit zu viel CinemaSins. Das heißt, ich analysiere Filme dann schon beim Zugucken, liegt vielleicht auch ein bisschen das Filmstudium dran, zu Tode. Und ich denke mir dann, boah, was ist da für ein Quatsch? Was ist da schon wieder? Das macht da keinen Sinn. Und das ist Klischee XY. Und warum? Das hätte man doch anders machen können. Wie zum Beispiel in Endgame. Vieles, was in Endgame gemacht wurde, hätte man schon längst in Infinity War machen können. Ich spoiler ja jetzt nicht weiter. Ich meine ja nur. Ich achte besonders gerne auf so Kleinigkeiten, die irgendwie einfach ganz clever integriert sind. Oh, du meinst wie der Starbucks-Becher in der letzten Folge jemand von uns? Nicht wie der Starbucks-Becher. Das ist echt seltsam. Ja, also viele meinen es auch, das war garantiert mit Absicht. Ich meine, jetzt redet jeder über Starbucks und Game of Thrones, die Leute haben wahrscheinlich auch noch viel dazu bekommen. Ja, okay. Und derzeit machen ja die Leute von Game of Thrones derzeit Koop mit allem. Ich meine, ich weiß nicht, ob es die schon gibt in den USA, aber es sollen verdammte Game of Thrones Oreos rauskommen. Gut, als Beispiel noch, weil es mit so und eine Make-up-Linie sind beispielsweise... Den Wodka gibt's ja schon. Ja, das möchte ich nicht mehr. Das ist mir zu oft ins Wort gefallen. Lightning Round? Lightning Round. Wer liest dir denn jetzt vor? Ich glaube, es ist das nicht mehr Lightning. Stimmt, jetzt ist es... Abwechselnd. Animagus 8 fragt, werdet ihr wieder einen coolen Hintergrund machen? Der ist doch cool. Guck dir mal die geilen Metallposter an. Der ist super. Genau. Okay, Annika fragt, wer ist der coolere? Ich. Zu spät. Melanie fragt, würdet ihr euch als Freunde bezeichnen? Luli Black, darf man, wenn jemand hustet, auch Gesundheit sagen? Ah, schwieriges Thema. Ich weiß ja schon manchmal bei manchen Leuten nicht, ob ich überhaupt Gesundheit sagen soll, wenn die so ein unterdrücktes Niesen hatten. So ein und ich sitze dann da und denke mir jetzt, war das jetzt was oder war das nicht? Ich sag auch nein. Ein bisschen wie bei Deadpool 2, ja. Also ging es eigentlich so ums Kotzen. Dieses jetzt mach endlich oder lass es, aber dieses Unentschieden macht einen ja wahnsinnig. Ach nee, jetzt bist du. Genau. Ach nee, Quatsch, das hatte ich ja gerade. Nee, jetzt bin ich ja doch wieder da. Ja, stimmt. Vicky H. könnte die nächste Folge aneinander gekettet in Handschellen drehen. Leute, ihr habt viele, viele Fantasien. Mariechen rettet Chris vor Tim. Mariechen Creative, schaut ihr Krimis bzw. Krimiserien und seid ihr Fans davon? Es kommt drauf an, was es ist. Also ich habe Castle sehr gemocht, die Serie. Ja, sehr, sehr. Wir haben früher CSI geschaut, aber eigentlich nicht mehr. Wenn Sherlock als das durchgeht, dann ja. Louis oder Louis Banset oder Bonse oder keine Ahnung. Reicht diese Frage, um ins FAQ zu kommen? Ja. Nee. Hast du jetzt Nein gesagt? Okay. Das ist er nämlich auch nicht gewohnt, dass zu ihm Typ mal Nein sagt. Nanomoon fragt, wer von euch beiden ist schlauer? Ich! Erster. Ich hätte gesagt ich, weil ich nicht so eine Leseschwäche habe wie du, ist ja schlimm. Night Fury Alpha fragt, was meint ihr, was gab es vor dem Urknall? Denn erst mit dem Urknall sind ja Raum und Zeit entstanden. Ja, vor dem Urknall gab es die Urbombe. Das Nichts.
Was war das? Was Phantasien aufgefressen? Ja, ganz genau. Okay. Und Alex Potterhead. Ja. Yaoi oder Yuri? Ich kenne nur Yuri aus Yuris Rache. Guck mal, guck. Ihr wisst schon. Dann nimmst du Yuri? Ja, klar. Gut. Hätte ich wahrscheinlich dann auch so oder so gemacht, auch wenn du nicht das andere gesagt hättest. Der hat auch einen lustigen Yaoi. Akzent. Aber den Yuri kennst du, ne? Du meinst die beiden? Nee, den Russen. Aus Yuri und Eis. Ja, das ist ja der Russe. Der Russe ja, genau. Und der Japaner. Nee. Doch. Was ist für ein Japaner? Na, Yuri. Die Japaner gibt's da gar nicht. Die Japaner gibt's da gar nicht? Nee. Ist das wie Hollywood, als es hieß, dass es bis, keine Ahnung, 1900 noch was keine schwarzen Schauspieler gab oder keine schwarzen in Hollywood, weil halt einfach keiner besetzt wurde, außer vielleicht mal als Butler? Das war eine rassistische Scheiße, die Filmgeschichte. Ja, das stimmt. Das gilt, glaube ich, für viele Branchen. So. Ach ja. Ach, wir haben hier gar keinen Mülleimer. Ja doch, Hammer, der ist nur ja, aber da drüben. Im anderen Raum, hinter ja. der Wand. Ach komm, als ob du jetzt nicht durch die Wand durchschießen kannst. Nee, achso, genau, für das nächste Mal können wir uns dann wieder neue Fragen stellen. Das wäre ganz nice. Ja, es wäre ganz nice, wenn mich auch einfach mal jemand retten würde. Ich meine, 110 ist jetzt nicht so schwer zu nehmen. Du kannst dich selbst retten. Ich soll dich umbringen? Nein, du sollst dich umbringen oder weggehen oder so. Tim hat mir gerade in dem FAQ gesagt, ich soll mich umbringen. Ja, aber du hast es ja schon mehrmals zu mir heute gesagt, auch während dem FAQ. Dass du dich umbringen sollst? Nee, aber dass du es schön findest, wenn. So in der. Es war der die Frage, ob ich dich verrecken sehen will. Jetzt bist du dran. Ich habe nicht aufgepasst, was du gemacht hast. Das ist aber auch schön geflogen. Hat sich auf jeden Fall mehr gedreht als deiner. Ja. Ja. Wie deine Karriere. Um sich selbst drehenden Sinkflug. Ja, ich weiß nicht, ich warte. Ich warte in letzter Zeit auf so vieles. Mein ganzes Leben steht aufs Warten. Und bei dir so? Nix. Ich finde es immer schade, weil wirklich auf Warten angewiesen ist. Weil dann heißt immer, nicht jammern, mach doch, aber wenn du alles gemacht hast, was du machen konntest, und dann trotzdem von anderen abhängig bist, auf die du dann halt warten musst. Das nervt irgendwie. Gut. Ja. Oder wenn du halt vorher schon wusstest, okay, das wird so ein paar Wochen bis Monate dauern. Trotzdem. Ach so, wo wir beim Thema Warten sind. Fantastische Tierwesen Teil 3. Ich glaube es immer noch nicht. Also es hat sich zwar angedeutet, dass sich das verschieben wird, aber dass wir jetzt ernsthaft nochmal 2,5 Jahre drauf warten müssen. Ich meine, selbst wenn der letzte dann, also wenn die Filme danach dann wieder alle 2 Jahre kämen, käme der letzte trotzdem November 2025 und dann bin ich 30. Findest du es eigentlich schlimm, dass sie ihn verschieben? Jetzt mal abgesehen von der, dass du länger warten musst. Ich bin schon tierisch auf den Kies. Ich bin über 3 Jahre. Und wenn dabei aber ein besserer Film rauskommt? Ach, hör doch auf, der hätte noch 2 Jahre für gereicht. Okay. Ich meine, 3 Jahre für einen Film. Ich mein, naja, da hängt viel dran. Allein die Nacharbeitung ist ja schon 1 Jahr. So. Ja, und dann, je nachdem, wo sie drehen und wie sie das Wetter braucht, jetzt sind sie sehr abhängig. Die machen ja ein paar Sachen, nicht nur im Studio. Wobei das meiste machen es schon im Studio. Man hätte auch noch 2 Jahre einen ordentlichen Film abliefern können. Und vermutlich haben dann irgendwelche Leute bei besagtem Filmstudio dann doch gedacht, naja, vielleicht sagen wir unserer Drehbuchschreiberin doch mal, vielleicht könntest du da noch mal drüber gehen. Ja, ich weiß, also ich frag mich schon, ob die jetzt wirklich auf die Kritik auf Fantastische Tierwesen 2 reagieren damit. Im Sinne von das, was viele gesagt haben, dass J.K. Rowling zwar eine tolle Autorin ist, aber dass sich das nicht für Drehbücher eignet. Gar nicht nur auf sie bezogen, es gab ja auch vielleicht, ja, einfach, dass da nochmal drüber geschaut wird, dass die Geschichte vielleicht einen leicht anderen Spin bekommt oder so. Gut, das bezieht sich jetzt schon die sehr. Die hatte auf schon einen verdammt anderen Spin, die Story. Ja, ich meine, es ist halt für den nächsten Teil halt. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das finden soll. Also einerseits finde ich es ganz cool, wenn man halt sieht, oh, ganz viele haben gesagt, das finden sie nicht so gut, vielleicht gucken wir nochmal. Aber andererseits, genau, die Sonic-Debatte, das finde ich so nicht. Das hat 3 Jahre dauert. Ja, je nachdem, die hatten ja noch nicht angefangen. Wenn du jetzt quasi nochmal am Anfang loslegst, ja, wenn du wirklich die grundlegende Geschichte neu machst, dann naja, das Drehbuch wäre angeblich schon vor ein paar Monaten fertig gewesen. Aber ich wette, selbst wenn es am Drehbuch gelegen hätte, hätte niemand gesagt, ja, es liegt an Frau R.s Drehbuch. Nee, bestimmt nicht. Ja, aber ich denke, es muss ja daran liegen. Was sollen sie sonst vorher ändern? Also können jetzt nichts am Cast, wenn sie nicht groß was machen. Da kommen ein paar dazu, ein paar fallen vielleicht weg, aber sonst ist es ja halt so. Ja. Die Locations werden sie wohl auch haben, da wird es auch nicht dran liegen, also bleibt ja nur noch das. Ja, angeblich wurde ja schon ein Ministerium in oder für Berlin gebaut. Ach echt? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Das machen sie bestimmt total blöd.
Habe ich immer das Gefühl. Das wird doof. Ja, ich bin noch auf den deutschen Begriff für Nicht-Magier gespannt. Vielleicht also, Nicht-Magier. Ja, das ist so die Muggels und dann der Rest, die haben einfach nur non-magical people, also non-magie, dann in Frankreich, in Deutschland halt eventuell wirklich nur die Nicht-Magier. Ich fände es schön, wenn sie auch Muggel benutzen würden, weil das halt einfach auch so verbreitet hier ist. Für unsere so. Gesellschaft jetzt. Steht sogar ja, im Aber innerhalb von Harry Potter wissen die Leute ja nicht, dass wir Muggel irgendwann dann in den Anfang der 2000er bis Mitte, Ende, nicht der 2000er, doch der 2000er an sich, wenn man jetzt damit rechnet, nicht, dass man denkt, okay, Mitte, Ende der 2000er wären jetzt im Jahre 2500 oder so. Ich fände es halt einfach schön, also, denn, keine Ahnung, hast du nicht das Gefühl, dass die große Zauberergemeinschaft, die alle gleich nennen würde, müssen wir jetzt für jedes Ding nochmal einen extra Begriff haben? Nö, aber ist ja noch so ein Slang auch noch gegeben hätte irgendwie. Ja. Bei Frankreich zum Beispiel fand ich es schon sinnvoller, weil die Franzosen sind ja so mit ihren Eigenkreationen. Auf jeden Fall muss ein französisches Wort sein, aber in anderen Ländern ist das ja nicht so. Die können ruhig Muggel sagen, oder? Ach, ist ja egal. Ich geh jetzt hier weg. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt noch hier stehen. Oder hast du noch was zu sagen? Ich bin hier am Boden festgeschraubt. Aber what? Ihr denkt, die Kamera, das Licht geht aus, sie gehen nach raus, rabimmel, rabammel, rabum. Nee, ich bleib hier stehen. Kann ich mir nicht irgendwie ein Schild machen, rettet Chris vor Tim? Ja, es macht er die Lichter aus, er geht nach Haus, rabimmel, rabammel, rabum. Ein bisschen. Kann ich nicht. Das war ein bisschen dramatisch. Na, dein Geschniefe hört man doch vermutlich kaum. Ja, stimmt. Oh. Und ein Tim zieht den Stecker. Ah. Ich weiß aber nur von deinen Kopfhörern. Ja, von deinen Kopfhörern, sagt er. Ich frage mich, warum die vibrieren. Als ob das noch Kopfhörer wären. Okay. Ja. Mhm. Sagst du? Okay. Joke ist aber aus, ja. Forced Joke. Achso, du hast sie sogar angehabt. Passt doch. Mm-hmm.